Willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind hier, wer hätte es gedacht, immer noch in den Höhlen unterwegs und ja, haben ja hier noch vor, so ein bisschen was an Materialien mitzunehmen, was jetzt hoffentlich irgendwann halt auch mal ein Ende nimmt. Ne? Nur bisher irgendwie noch so nicht so. Ne? Aber was soll's. Hier wollte ich immer noch eine Textur einfügen. Habe ich immer noch nicht getan. Kommt noch irgendwann. Wir sind ja jetzt hier mehr oder weniger so ein bisschen auf der Suche nach, wo will ich eigentlich lang? Ohne es genau wissen zu wollen oder zu können oder hast du nicht gesehen. Es ging doch hier noch irgendwo lang. Da wollte ich auch nochmal gucken, ob hier nochmal was ist. Hallo, da haben wir auf jeden Fall so einen Creeper-Mann. Das ist doch schon mal etwas. Der hat auch gleich ein bisschen Schwarzpulver gedroppt, dass ich den mitnehmen kann, wegen mangels Platz. Der ist nicht so toll. Aber was soll's. Dann machen wir nochmal ein bisschen Platz im Inventar hier. Und das mal reinmachen, das mal reinmachen, das mal rein. Dass wir schon wieder am Fäden haben. Meine Güte. Na gut, viele ist halt auch durch die Spinnennetze, die wir erledigt haben. Aber halt auch durch die zahlreichen Spinnen, die wir vernichtet haben. Das war's? Ja, super. All dies hier, weißt du, die Spannung aufrecht gehalten von der letzten Folge in diese. Für was? Für was, frage ich euch? Für was? Sehr. Nein, gar nicht wahr, was da ist hier gar nicht. Na egal. Hey, jedenfalls. Ja. Darf ich da jetzt gucken, wie ich jetzt hier von A nach B komme und was ich denn hier noch finden kann? Genau, hier hatten wir das Zeug, wo ich hier jedes Mal runtergeschossen wurde, wenn ich jetzt hier irgendwie was machen wollte. Ich erinnere mich. Oder halt auch einfach mal runterfalle. Das ist auch modern. Top modern ist das. Da oben waren wir. Es ist. Wir müssen aber jetzt eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich zurück. Uns irgendwie einen anderen Weg durch die Mine hier friemeln. Was ja dann auch nochmal so eine Sache ist, ne? Können wir das schaffen? Nein. Das ist die richtige Einstellung. Nein. Richtig. Okay, gut. Was haben wir denn noch, was wir erzählen können, während wir jetzt hier sowieso am Suchen sind nach einem Weg, weil die Gänge hier sind jetzt so ein bisschen erleuchtet, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Puh. Nicht so viel, das ist das Problem. Leider nicht so viel. Verdammt. Weil ich könnte mir... Nee, bist du da lang, ne? Ja. Mache ich mir hier mal so ein bisschen den Tunnelweg da hinten hin zu den anderen Gängen, die ich da schon auf der Map sehe, wo da teilweise schon was erleuchtet ist, aber ich glaube durch Lava ist das da erleuchtet. Da wollen wir jetzt einfach mal hin. Eine Kleinigkeit, die ich mal ganz kurz ansprechen kann, / wollen, weil ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht habe, weil der eine oder andere hat es ja schon mitgekriegt auf Twitter. Ich habe da so einen Kommentar bekommen, wo sinngemäß, nicht genau Wortlaut, aber sinngemäß stand halt drin, hey, wäre mal schön, wenn du mal in der nächsten Folge irgendwie was Persönliches über dich erzählen könntest. Wäre toll und so was. Da war ich tatsächlich ein bisschen sehr stutzig, was will man jetzt von mir? Ne? So ein Schlag aus meiner Jugend erzählen, weißt du, so, keine Ahnung, so wie das Normalsterbliche tun. Weiß ich nicht. Ne? Zum anderen, bin ich halt der Meinung, dass ich immer wieder irgendwie was von mir erzähle. Ihr könnt mich gerne korrigieren, sollte das nicht der Fall sein, aber ich bin eigentlich der Meinung, doch. Das mache ich schon hin und wieder. Ja? Wobei, muss ich halt auch dazu sagen, ich mache das vielleicht nicht jede Folge. Weil ich halt über einige Kleinigkeiten halt auch schon erzählt habe, über die ganzen 1000 Folgen halt hinweg. Ja, und ich erzähle halt jetzt nicht jede Folge dieselbe Story, so nach dem Motto. Ja? Und so viele Stories habe ich nun auch nicht. Weil ich halt jetzt auch nicht jemand bin, der jetzt, wie soll ich sagen, so wie, keine Ahnung. So Normalsterbliche, weißt du, haben dann halt in der Schule nur Scheiße gebaut, waren dann halt nicht im Unterricht und haben nur Bullshit gemacht. So nach dem Motto, so keine Ahnung, Böller in Nachbars, Briefkasten geschmissen und sowas.
ne, halt Schabernack mäßig und da falle ich überhaupt nicht rein in das Muster, sag ich mal. Also da bin ich überhaupt kein Ansprechpartner für, um halt solche Storys zu erzählen. Und sonstige, ich nenne es mal private Angelegenheiten, wobei mir halt meine Privatsphäre nur in Kleinigkeiten halt wirklich bedingt wichtig ist. Ne? Beziehungsweise ich halt so ein paar Dinge habe, wo ich mir denke, so, es geht wirklich niemand an. Ne? Aber das sind halt auch nur Kleinigkeiten. Ne, aber ich hab schon, Alter, wie oft ich heute schon wieder ne gesagt habe, ist es ja abartig. Ne? Gut, da fahren wir der Absicht. Ich bin bei sowas echt so ein bisschen schon fast befordert, beziehungsweise halt stelle ich mir halt selber auch so die Frage, erzähle ich von mir selbst so, keine Ahnung, so persönliches Zeug? Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, ja, ich meine, ich gucke meine Folge eigentlich selten dann nochmal, also außer halt, ich bin sie gerade am Bearbeiten und sowas, ne, aber sonst weiß ich nicht. Ich krieg mich da immer nicht so mit. Und eine weitere Überlegung, die ich halt immer wieder habe, weswegen ich manche Dinge dann nicht erzähle, ist halt aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich dann halt irgendwann schon mal erzählt habe. Und ich weiß, so in ganz wenigen Fällen, na gut, vielleicht sind es auch ein paar mehr Fälle, als ich vielleicht zugeben will. Wo sind die denn hier alle? Aha, da geht's also ab. Okay, mach ich mal eben schnell das hier. In ganz paar wenigen Fällen bin ich ja dann jemand, der sich schon die ganze Zeit am Wiederholen ist, so nach dem Motto, weißt du, wenn es halt um bestimmte Dinge geht. Und da denke ich mal halt so, warum denn nochmal irgendwie was erzählen? Alter. Wenn ich es schon erzählt habe. Klar, zum einen wäre es natürlich schön für diejenigen, die halt die Storys halt noch nicht kennen, dass die halt dann dadurch erfahren. Alter. Allerdings denke ich mir halt auch so, es ist für diejenigen, die halt schon länger dabei sind und die Story schon fünfmal gehört haben oder sowas, echt, das sechsmal ist dann echt schon so ein bisschen so zu viel, weißt du? Und die Storys, die ich halt in meinem Leben so wirklich zu erzählen habe, finde ich jetzt nicht so wirklich erwähnenswert, dass ich die jetzt 50.000 Mal erzählen müsste, weißt du? Und ich bin da vielleicht ein bisschen seltsam verstrickt. Ja, ist ja jetzt gut. Da hinten ist er. Zum einen denke ich mir halt tatsächlich halt auch so ein bisschen, weißt du, wenn du dich für mich interessierst, ne, also halt angenommen, du bist ein neuer Zuschauer, du bist jemand, der sich für mich interessiert, ist ja alles schön und gut. Nur dann guck doch die anderen Folgen. Ne? Das ist natürlich halt eine Hausnummer, so 1300 Folgen mal irgendwie nachzuholen und sowas. Aber ganz oft lese ich halt auch so in den Kommentaren, so hey, ich freue mich auf neue Videos, da. Wann kommt wieder Minecraft? Mach mal mehr Minecraft. Weißt du, so von Personen, wo ich weiß, gut, die sind jetzt noch nicht so lange jetzt auf meinem Kanal. Guck doch erstmal die bereits vorhandenen Folgen, denke ich mir dann so ein bisschen, weißt du? Man ist da vielleicht nicht mehr aktuell mit dabei, aber wenn dich wirklich das interessiert, dann interessiert dich doch auch, also theoretisch, würde ich zumindest glauben, dann das, was bereits passiert ist, oder nicht? Oder doch? Also gehe ich zumindest halt an viele YouTube-Formate, Videos, wie auch immer, auch ran, dass ich da halt, keine Ahnung, ich entdecke irgendwie irgendeine Videoreihe von irgendeinem Kanal. Und ich warte halt nicht, bis das nächste Video dann davon vorhanden ist. Und ich gucke mir halt dann auch die anderen Videos dazu an. Gut, bei einem Let's Play ist das vielleicht eine andere Geschichte. Halt dadurch, dass halt Na gut, es ist halt Minecraft. Minecraft, normales Let's Play, passiert halt nicht wirklich viel. Aber halt, was ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Gut, das wissen halt neue Zuschauer jetzt auch nicht so unbedingt. Aber es ist halt mehr als einfach nur, hey, ich setze ein Blöckchen auf ein Blöckchen.
Und gerade wenn ich jetzt hier zurzeit bei Minecraft Kommentare bekomme, wo wir sowieso nur in den Höhlen herumdoktern, weißt du, wo es für mich persönlich irgendwie nichts Langweiligeres geben kann, da denke ich mir halt so, ja, ich habe doch andere Minecraft-Videos. Da erzähle ich auch nochmal irgendeinen Stuss. Könnte man auch darüber, nochmal gucken und so weiter. Das meine ich jetzt wirklich überhaupt und gar nicht so irgendwie in dem Sinne so, hey, ich bin so voll Viewer geil, guck meine anderen Videos, sondern so, weißt du, ich verstehe halt die Mentalität so dahinter nicht so wirklich. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das genau beleuchten soll, so dass es wirklich ein jeder versteht oder so was. Ich weiß es nicht. Aber ich befürchte auch schon fast, ich habe mir schon ausdrücklich genug darüber ausgelassen. Aber, ne, sowas gibt einem halt dann doch zu denken. Ne, und gerade halt so als jemand, der auf YouTube halt immer und immer wieder Videos macht. Du musst dir halt auch dann halt überlegen, wie machst du dann halt die Videos, dass sie halt auch spannend genug bleiben für weitere Zuschauer, für weitere Folgen und ähnliches. Ja, und da halt dann so die Frage, soll ich jetzt hier alle Nase lang jetzt hier immer irgendwelche Sachen erzählen, die ich schon mal erzählt habe? Mal ist ja okay, aber jetzt nicht so, ne, oh, ich habe wieder 5 Folgen rum, ne, komm, erzählen wir doch mal die und die Story. Ja, zumal ich halt auch dann halt die Dinge dann erzähle, wenn es mir gerade in den Sinn kommt. Keine Ahnung, irgendwie laber ich gerade über irgendwas und dann fällt mir das und das und das dann noch dazu ein, was ich halt erlebt habe. Und nicht einfach so aus dem Stegreif, so scriptmäßig oder ähnliches. Ne? So, heute ist Tag Y, zähle ich die und die Story. Ne? Sondern wirklich viel mehr so nach dem Motto, ich sehe dich, du kleiner Creeper-Arsch hier. Wirklich eher so situationsbedingt. Ne? Und das ist halt so eine Sache. Ja, das ist beinahe meine Arme gegriffen, ne? Ich hab mir gedacht, da oben haben wir irgendwo Wasser. Also. Was halt jetzt auch so eine Sache ist, ne? Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendeine Beispielgeschichte nennen wollen würde, mir wird nicht eine einfallen. Außer die Geschichte mit dem Bus-Insassen, der auf den Sitz gekackt hat. Die ich ja schon mal erwähnt habe, was nicht wirklich lustig war. Irgend so ein besoffener Spinner. Aber, naja. Also für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, vor 100 Millionen Folgen, weil ich erzählt, ne? Irgendwie kam ich da halt auf Betrunkene, dann kam halt ein Betrunkener halt in den Bus rein. Und der war so zugedröhnt. Er hat nur rumgehalten und hat seine Hose runtergezogen und hat auf den Sitz gekackt. Und das ordentlich. Gott, war es eklig. Ne? Aber gut. Ne? Solche Geschichten. Ja. Will man dann halt auch nicht jeden Tag erzählen. Irgendwann ist halt echt langweilig. Ne? Und ich persönlich bin nicht so ein Mensch, der wirklich darauf aus ist, halt jeden Tag irgendwie so eine Story zu erleben. Also, nee. Bei aller Liebe nicht. Nee. Jetzt bin ich jetzt hier 5-mal hin und her gerannt, um zu sehen, ob ich hier irgendwo... Shit. Noch einen Weg habe, wo ich lang gehen kann. Ah, schön. So, Schnauze voll hier. Ja, ich lass die Lava mal Lava sein. Und bin nochmal weg. So, das heißt, wir müssen uns jetzt einen anderen Weg suchen. Oh, ach ja, die Rüstung ist ja defekt. Ja. Dann müssen wir so langsam mal die Rüstung hier austauschen. Die Brustrüstung ist auch hinüber, die ist gänzlich hinüber, die verzauberte, schade. Ich wollte die eigentlich so ein bisschen aufheben für den Fall eines Falles, aber... Naja, das kann ich dann jetzt wohl knicken. Yay. Hätte ja auch nicht gedacht, dass das hier so schnell alles hinübergeht. Na gut, wir wurden auch viel getroffen, gerade von Skeletten. Und viele
Creeper habe ich explodieren lassen und die Lava-Elementare und hast du nicht gesehen.